Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind Chaos und Thompson. Hallo. Oh, Hintergrundmusik fehlt. Mach ich mal an. So, halt mal. So, diesmal wollen wir nämlich die Geräusche nicht hören von der 18er Version. Und wir befinden uns hier wunderschön in unserem kleinen Projekt, wo wir die Rakete fliegen sehen wollen. Ja, hier ist einiges los, ne? Einige von den lieben Robotern fliegen hier schon durch die Gegend und transportieren für uns Sachen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, hier wird die Kupferproduktion übrigens überarbeitet und umgebaut. Und wir essen. Damit hier dann, ja, und die Eisen, aber wir sind jetzt erstmal bei der Kupferproduktion, sind beim dem Bereich, damit hier fleißig Kupfer hergestellt werden kann und die Eisenproduktion wird gerade hier in Betrieb genommen, ist schon zum Teil mit umgebaut. Sieht also auch schon sehr schön aus, da kann man einiges werden oder machen. Das freut den geneigten Hobbyfaktoristen. So, was wollte ich noch gucken? Also hier, das ist ordentlich was los. Okay, da geht auch was. Was ist hier los? Ach, da holen sie Steine raus. Alles klar, und Kohle. Gut, Thompson, dein Auftrag ist momentan welcher? Vulkane. Ich bestücke hier die... Ah ja, du machst also quasi die zusätzliche... Thompson-Drohne. Die Thompson-Drohne. Ja, das ist ja gut. Das kann man ja mal machen. Eine Thompson-Drohne sollte fast jeder zu Hause haben. Aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sie ist sehr hungrig. So. Und noch schlechte Witze. Zwei doofe, ein Gedanke. So. Nein, die Wahrheit. Ja, mag ja sein, aber das muss man ja nicht ganz so deutlich sagen. Ah ja gut, aber therapierbar ist er auch nicht mehr. Wir haben ja heute, ich habe ja heute eingeladen zur Therapiegruppe, da hat er ja auch gesagt, da ist Hopfen und Malz verloren. Ne? Nun gut, sei es wie es sei, es ist wie es ist. Wir waren hier oben dabei, die ganzen Flüssigkeiten umzubauen. Da werden wir auch gleich weitermachen dran. Ich werde jetzt aber noch so ein paar von diesen... Nicht wundern, das Eisenband war... Ist jetzt kurz leer, aber es wird jetzt eh schon wieder angefüllt. Das ist angestellt. Er hat wieder alles kaputt gemacht. Nee, ich musste die ersten Produktionen umschließen. Meine Kisten, das sind schon ein bisschen leer, die Drohnen verhungern schon. Wer verhungert? Die Drohnen. Weil die warten und da... angeboten wird. Ah ja, okay. So, dann machen wir hier nochmal ein paar mehr Ladestationen für unsere Robby-Tobbys und Fliebertüts hin. Fliebertüt. Ja, du kennst das nicht, du bist zu jung dafür. Ist aber nicht weiter schlimm. Jung sein hat ja noch keinem geschadet, ne? Der Vorteil am Altsein ist, man weiß schon mehr und ärgert sich, dass man es in jungen Jahren nicht richtig angewendet hat. Ja, das ist echt, also da würde so einiges, glaube ich, anders abgelaufen sein, wenn ich da jetzt wirklich schon früher... über das Wissen, was ich jetzt habe, verfügt hätte. Aber ich glaube, das geht vielen so, dass die sagen so, Mensch ins Kind, wenn ich damals schon auch nur ansatzweise gewusst hätte, worauf ich mich da einlasse, hätte ich doch das mit dem Arbeiten nie angefangen. hätte ich doch gleich auf den Lottogewinn gewartet. So, jetzt muss ich hier mal die Kisten umlagern, sozialistischerweise. So, dann baue ich da jetzt mal die Stromerzeugung ab. Warte kurz, lass eine zumindest noch stehen, dass ich die restliche... Ja, ich lass die zwei stehen. Die oberen? Jetzt kommt ja eh nur die Kohle. Okay. Ja, es geht nur, dass ich die restliche Kohle noch verbraten kann. Ja, ich weiß. Aber die kommt gar nicht weiter als... bei denen da. Kohle verbraten. So wie zum Thema Nachhaltigkeit. Warte, lass die noch... Ja. Ich füll quasi noch überall rein. Was? Ja, meine Lieben. Wollte ich jetzt sagen. Habe ich schon wieder vergessen. Nee, Valentinstag steht vor der Tür, ne? Der Tag der Verliebten.
Kann ich ja nicht meinem Rechner was schenken? Was ist das für ein Geräusch gewesen? Ja, gut, egal. Was ist jetzt los hier mit den Drohnen? Wo fliegen die jetzt alle hin hiermit mal? Brauchst du da irgendwas mit Förderbändern oder so? Oder reißt du da Förderbänder ab oder so? Ich reiße Förderbänder ab, die alte Eisenproduktion. Mach einen Drohnenausflug. Das sind alles Geräusche hier von Factorio, die kenne ich alle nicht. So, wie viel Kohle haben wir denn da noch? 1,1k Kohle kommt da noch raus. Kann ich da nicht irgendwie die Kohleförderer so stellen, dass da mindestens zwei dran arbeiten oder noch ein paar mehr? Warte mal, das kriegen wir jetzt aber hier. Kann ich eine Dekonstruktionsanweisung aufheben? Die ist mäßig nicht. Mit Shift. Mit Shift oder mit Steuerung? Shift. Shift. Shifty. So, Shifty, wir haben eine Ameise. Nein. Wir können nichts forschen, so recht. Weil wir da nicht die Materialien zu haben. So, hier wollte ich jetzt quasi. Also hier könnte ich ja nicht die Prozessorfabrik hinmachen. Die wollte ich ja nicht hier hinmachen, ne? Aber hier könnte ich. Was könnte ich denn da hinmachen? Irgendwas wollte ich hier hinmachen. Batterieproduktion muss ich ja so machen mit einem, der auskippt, ne? Ja. Also da brauche ich einen, der auskippt. Habe ich da schon einen Bauplan von? Nee. Was ist das für ein Bauplan hier? Ach, das ist die Verölung da drüben. Alles klar, okay. Dann brauchen wir einen, der auskippt. Und drei Fabriken, das habe ich doch hier schon. Da habe ich es doch schon. Das steht's doch schon, Mensch. Macht dir doch die Welt nicht schwerer, als sie ist. Gut, dann Blueprint. Blueprint. Brauchen wir irgendwo reines Eisen? Wie reines Eisen? Also Eisenerz für die Produktion? Ja. Okay. Brauchen wir. Und zwar brauchen wir das bei der Betonherstellung zum Beispiel. Ah, okay. Ja. Auch meine Nase kribbelt nicht, dass ich gleich anfange zu niesen hier. Das wäre gar nicht mal so gut. Hier ist doch gar keine Flüssigkeit drin. Man, schön, dass er die Sicherheit einbaut, dass das nicht mehr geht, aber. Ist denn nichts mal irgendwas da drinne? So. Unterirdische Rohre waren wieder Mangelware, ne? Die gibt es nämlich noch nicht in automatischer Produktion. Ach, da stehe ich im Weg, okay. Da stehe ich auch im Weg. Ach, hier ist noch die falsche Produktionskette. Ah, alles klar, okay. Sehr gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. So. Gut, jetzt sollten hier Batterien entstehen. Da sollte das, jupp, das könnte auch. Warum willst du denn hier, warum lieferst du denn hier Kohle ab? Hallo? Hallo. Hallo. Was? Wie, was, warum? Kohle soll doch da gar nicht hin. Eieieiei. Uiuiuiui, Tiffy. Lilo, Herr von Böhlefeld. Jemand, das ist egal, das lasse ich jetzt. Das heißt, so, also Batterienproduktion haben wir jetzt da oben. Jetzt muss ich nur noch eine Schwefelsäurenproduktion machen. Habe ich da noch keine? Da habe ich noch keine. Dann mache ich die hier hin. Versuche ich zumindest nochmal jetzt hier die Batterieproduktion weg. Oh, 7000 Batterien haben wir hier. Meine Herren, wer braucht denn so viele Batterien? Ich nicht. Ja, sagst du jetzt, ne? Und dann mal steht er da und sagt, hey, wie wär's denn mit einer Batterie? Werden dann da noch rein mit Lichtbögenöfen gebaut? Weil da eine Linie frei ist. Was? Hast du denn die baut? Reifen mit Lichtbögenöfen oder was? Nein, Thomas. Weil da ist eine leere mit. Ja, ich baue den Block nochmal unten dran. Okay. Weil es kommt ziemlich wenig an.
Ja, es wird nochmal. Ich musste nur Platz schaffen. Das ist das Hauptproblem. Gesundheit. Ah, danke schön. Entschuldigung. Oh, das hatte gekrüllt in der Nase. Oh. Und ich baue gerade um, damit das Förderband hier richtig fahren kann. Okay. Ah, weißt du noch das Staubkörnchen, was so schön hat, gekribbelt in meine Nase? Oh, gar nicht mal so gut sowas. So, hier, du kippst das aus, dann machst du hier Prozessor. Und dann müssen wir bloß die Leitung außen rumlegen. So. Dann haben wir das nämlich hier auch automatisiert, hoffentlich. So. Katze macht schon wieder komische Geräusche hier. Die beißt mich gleich, weil ich genießt habe. Dann kommt die Katze immer zu mir und beißt mir in den Arm. Und nein, ich weiß nicht, warum sie es tut. Ja, vielleicht erschreckt sie. Ist noch ein komplett anderes Zimmer gewesen, das Fellvieh. Also das ist wirklich etwas, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, warum es denn so sein soll. So, dann haben wir die Produktion auch da oben, dann kann ich die hier abreißen. So. So, jetzt kommt er schon wieder an. Was ist denn? Ja? Kater Luke. Irgendwas hat er. Das Problem an der Sache ist, ich verstehe ihn einfach nicht, ne? Er hat schon wieder irgendwas mit Mau erzählt, aber ich weiß nicht, was er damit will. Ja. Alter! Mann! Das ist... merkwürdiges Tier. Warum ist das Tier so merkwürdig? So, was brauche ich denn da für Flüssigkeiten, um die Schwefelsäure herzustellen? Brauche ich Wasser für, ne? Ja, muss ich eine Flüssigkeit auskippen? Und dann mehrere. Ah, dann kann ich auch so einen machen. Ja, dann kann ich hier oben die Schwefelsäure herstellen. Gut, okay. Bin ich hier irgendwo reingelaufen, wo ich nicht reingehöre? So. Dann bauen wir das hier oben nochmal. Na, warte mal, da kann ich doch das Blueprint nehmen. Da habe ich doch eins, ne? Wie wär's denn damit? Upp. Dann wird mir schon einiges gebracht. Dann brauche ich jetzt hiervon noch ein paar. Ene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Cool. Ene, mene, meck. Und wir sind weg. Du sollst herstellen Schwefelsäure. Achso, das geht jetzt wieder nicht, weil hier... wieder irgendeine Produktion aktiv ist, die ja nicht gar nicht da sein darf, dürfte und sollte. So, okay. Dann machen wir hier Schwefelsäure. So, und dann brauchen wir hier oben Wasser. Du kippst mal Wasser aus. So, dann holst du dir hier Wasser. Ah, warte mal, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Muss ja hier noch die Fässer hin. Uiuiuiuiuiui. Hm. Hat er da gerade einen Bauauftrag irgendwo gegeben? Ja, Abreißauftrag. Ich habe mich gerade gewundert, warum hier oben die Bauroboter aus dem einen Ding so ganz spontan rausgeflogen sind und einfach nichts Besseres zu tun hatten, als wie mit einer überhöhten Geschwindigkeit abzureisen. Da war ich ja fasziniert gerade. So, hier wird dann Kunststoff hergestellt, das wird hergestellt, das wird hergestellt. So, okay. So, Wasser wird hier unten in Fässer transportiert, ne, wenn ich recht in mich informiert habe, aber wir brauchen Fässer. Genau, und hier brauche ich eine Batterie. Wo brauchen wir die überhaupt? Die Produktion von Batterien, die brauchen wir bei den Roboter Dingenskirchens, ne? Robotergestellen, ne? Bitte? Wo mache ich denn die? Hier mache ich die Roboter. Thomas, dein Munitionsförderband ist da ein bisschen im Weg. Das ist aber nicht schön. Da solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. So, kann ich hier Batterien dran schmeißen. So, sehr gut. Dann haben wir das auch abgeliefert. So, dann haben wir hier jetzt... Wir müssen da noch, glaube ich, ein paar Gebiete befrieden. Drei frei, aber hier werden wir jetzt natürlich erstmal... Was müssten wir? Ein paar... Gegnergebiete befrieden.
Ist das schon wieder so weit? Ja. Im Osten. Rotieren Sie bald. Auf Höhe von Erdöl. Okay. Da bei den Bahnhöfen. Okay. Das ist ja gar nicht mal so gut. Ja. Da müssen wir was gegen tun, da hast du recht. Gib ihm ja ungern recht, aber da hat er mal recht, ne? So, leere Fässer brauchen wir. Wie sieht's brauchen aus wir mit Stahl? Brauchen wir das Munitionsförderband hier noch nach rechts? Keine Ahnung. Ja. Könntest du das vielleicht unter der Solarproduktion runterlegen? Solarproduktion oder Solarstromerzeugung? Unter der Solarstromerzeugung. Ah ja. Weil das macht eh eine unnötige Kurve nach oben und hier oben kommt es nur dem Mainbus im Weg und so weiter. Kurve. So, was wollte ich sagen? Habe ich schon, ne? Fässer wollte ich holen. Wo habe ich denn leere Fässer oder Stahl? Stahl wäre auch cool. Oh, hier kommt kein Eisen mehr an beim Stahl. Ui, was hab ich gesagt. Das ist aber echt mickerig, was hier an Eisen ankommt. Ja, ich muss noch die alte Eisenproduktion abbauen, damit ich die neue bauen kann. Und dafür muss auch das Munitionsförderband weg. Das Munitionsförderband. Thompson, baust du da am Munitionsförderband? Ja. Okay, gut. Ich bin begeistert. Guten Tag, mein Name ist Streifen. Streifenbeton. Was? Leute, sollte sowas nicht machen. Gut, okay. Eisenproduktion wird also jetzt modernisiert und hat dadurch jetzt gerade ein wenig, sagen wir mal, Schwierigkeiten. Schwierig. Ja, manchmal ist es schwierig, das stimmt. So, dann mache ich jetzt hier um die Fassproduktion nochmal, dem gebe ich jetzt nochmal meinen ganzen Schal hier, damit die ordentlich Fässer produzieren können. Denn wir brauchen Fässer. Das ist ganz wichtig für unsere ganze Produktionskette hier oben, dass wir da mit Fässern arbeiten können. Damit dann bestimmte Materialien entstehen. So, das erstmal zu dem. Hier haben wir Forschungsfläschchen drin. Oh ja. Ah, hier, das hält sich. Hält sich. Das hält sich in Grenzen mit dem Vorrat an blauen Fläschchen. Da werde ich mal sozusagen die Vorratsdatenspeicherung, die Vorratsflächenspeicherung hier unten erhöhen. Und sagen, ich möchte hier ganz gerne 600 von jeder Sorte oder machen wir mal 1000 von jeder Sorte drin haben. Müsste sich ja ausgehen, müssten 5 Felder sein. Weil wenn sich dann oben was anspeichert, in den Anbieterkisten. Dann haben wir durchaus genügend Zeug, um mal wieder richtig was zu forschen. So. Mal einen besseren Überblick über die ganze Sache. Was gibt es denn überhaupt zu erforschen? Ich glaube, wir haben jetzt momentan aktuell nichts, was wir unbedingt brauchen könnten, beziehungsweise was auch erforschbar wäre, ne? Das kostet 450, so viele Fläschchen haben wir nicht von jedem. Wir könnten die Automatisierung 3 erforschen, dann haben wir noch ein paar bessere Fabriken. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Mhm. Gut, dann machen wir das. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie wieder. Naja, wenn die Forschungsinstitute an sind, dann brauchst du auf jeden Fall Energie. Und mehr Energie brauchen wir sowieso immer. Weil wir uns ja immer weiter ausbreiten und immer mehr Fabriken bauen. Gut, okay, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen bei uns von Thompson Chaos. Wir wollen die Rakete fliegen sehen. Wir haben hier oben jetzt noch ein paar Flüssigkeitsproduktionen hingestellt und hier diesen Bereich einigermaßen freigeräumt. Hier muss jetzt halt eben quasi sozusagen die Schwefelsäure mal
auf Fass gezogen werden, damit das hier leer wird. Hier hinten die Produktion werden wir natürlich einstellen. Wir werden hier auch die ganzen Lager und das können wir alles abreißen demnächst und können dieses Gebiet hier ähnlich erforschen wie bei, oder beziehungsweise nicht erforschen, sondern ähnlich, was soll ich dazu sagen? Achso, bauen wir hier, dass das in dem Grid mit drin ist und dass das hier dann auch einigermaßen bebaubar wird. Gut, noch irgendwas? Irgendwelche letzten Worte? Nein. Ja, ich glaube, wenn wir zu der Eisenproduktion rote Förderbänder hinlegen, dann kommst du auch nicht so zu einem Stau. Ich weiß nicht, wie teuer die sind, aber es staut sich da schon ein bisschen, dann könnte man das beschleunigen. Weil jetzt haben wir gerade einen Engpass. Ich habe gerade die neue zweite Eisenproduktion aufgebaut, Thomas. Ja, es kommt gar nicht wirklich an. Also wir haben 4326 rote Förderbänder im Logistiknetz. Ich denke, feuerfrei. Ja. So, gut. Dann sehen wir das in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss. Ja, was?